Apple, ist sie immer noch eine Aktie, die in keinem Depot fehlen darf, oder hat sie an Strahlkraft verloren? Immerhin quält sie uns seit fast einem Jahr mit einer seitwärts tendierenden Struktur und kommt nicht vom Fleck. Auch Warren Buffett hat einige Anteile von Apple verkauft. Ist das ein Warnsignal oder nicht? Dieser Frage gehen wir in diesem Video nach. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hat Apple an Strahlkraft verloren? Das ist eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Viele reden von Ideenlosigkeit. Steve Jobs ist nicht mehr da. Das war uns allen klar. Natürlich bleibt dann der Steve Jobs-Moment aus. Wenn er nicht mehr da ist, kann er diesen Moment auch nicht mehr hervorrufen. Was damit aber natürlich gemeint ist, sind Innovationen, die einen Aha-Effekt zurücklassen und dafür sorgen, dass bei Veröffentlichung, beim Marktstart eines neuen Produkts kilometerlange Schlangen vor den Apple Stores existieren. Das bleibt aus. Auch das neue Apple iPad Pro ist nicht der wahnsinnige Wurf. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass Apple hier nach vorne geht und etwas macht, was andere nicht können. Es ist tatsächlich so, dass man irgendwie müde wirkt, könnte man fast sagen. Auch dem CEO, Tim Cook, wird vorgeworfen, dass er eben hier nicht die richtigen Weichen gestellt hat. Es gab ja auch einige negative Momente in der Presse. Zum Beispiel das Projekt Titan, das war von Apple eine Idee, eben auch ein Elektrofahrzeug zu bauen. Dieses Projekt wurde nach 10 Jahren und vielen Milliarden Dollar eingestampft. Das sind alles gar keine guten Signale. Und zudem ist es einfach so, ein Smartphone hat Apple, das haben andere auch, ein Tablet, ein neues mit einem sehr schnellen Prozessor oder einem etwas schnelleren Prozessor, das haben andere auch. Und auch die Vision Pro, die VR-Brille von Apple, ist kein Alleinstellungsmerkmal, das haben andere auch. Insofern stellen wir uns natürlich hier erst recht jetzt die Frage: Lohnt sich diese Aktie überhaupt noch oder müssen wir uns hier überlegen, ob sie längerfristig sogar aus den Depots verschwinden sollte? Gehen wir in die Chart. So, das ist der 8-Stunden-Chart von Apple. Eine Kerze entspricht 8 Stunden. Ich habe es eingangs schon erwähnt, diese Aktie quält uns seit geraumer Zeit, genauer nämlich seit Juli 2023 mit einer seitwärts tendierenden Formation. Man hat das Gefühl, dass Apple nicht vom Fleck kommt. Das halten wir aber nicht für ein Warnsignal. Das ist etwas Positives. Da gehen wir ganz kurz in die Vergangenheit. Da schauen wir uns die letzte große Korrektur an, die Apple ausgebaut hat. Wir sehen hier ganz eindrucksvoll, dass Apple Korrekturen über die Zeit abträgt und weniger über den Preis. Andere Aktien machen im Bruchteil dieser Zeit wasserfallartige Abverkäufe, vernichten sehr viel Kapital. Das macht Apple in der Regel nicht. Apple quält uns zwar, weil man eben das Gefühl hat, dass hier nichts mehr passiert, aber das ist nicht immer das Schlechteste in Korrekturen, wenn wir im Depot nicht viel Preisbewegung erleben. Das ist ja auch etwas Beruhigendes und somit haben wir hier eben auch genau diese Aussage, die wir hier treffen. Apple arbeitet sehr stark, starke Korrekturen zeitweise, aber auch das sehen wir hier. Hier gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, eben wie diese Korrektur insgesamt abgeschlossen werden kann, aber wir fokussieren uns hier auf zwei übergeordnet realistische Möglichkeiten, die uns am wahrscheinlichsten erscheinen. Und zwar einmal, dass diese Aktie hier bei 164,08 eben bereits ein Tief hinterlegen konnte. Übrigens, was ich hier auch nochmal erwähnen möchte, alles, was wir in der Zukunft sehen werden, bewegt sich oberhalb von 124,17. Das ist das Tief genau dieser langen Korrektur, dieser starken, die wir uns eben angesehen haben. Das ist natürlich auch eine wichtige Information, die ich euch hier mitgeben möchte. Wir glauben, dass eben der nächste Schritt hier getan ist bei 164,08. Das ist ein sehr, sehr guter Bereich, eben um diese Korrektur, diese seitwärts tendierende Korrektur abzuschließen. Und jetzt kommt es darauf an, dass das Apple auch bestätigen kann. Und wir warten immer auf eine Grundstruktur, die warten wir ab. Und zwar nämlich, dass eine erstmal impulsive Struktur nach oben ausgebaut werden kann. Das ist bereits erfolgt. Das würde hier auch schon völlig ausreichen. Das ist eine fünfteilige Struktur, die Apple hier ausbauen konnte. Das heißt, wenn die Aktie jetzt einknickt, ist das zunächst mal nichts Schlechtes. Wichtig ist, dass sie natürlich dann auf wichtige Preislevel reagiert. Die werden wir natürlich dann auch identifizieren und auch entsprechend kommunizieren. Viel besser allerdings wäre es, wenn sich Apple hier nochmal deutlich nach oben schrauben könnte, bis in den Bereich der roten Box zwischen 193 und $205. Das wäre ein sehr guter Bereich,
Bereich, eben um diese erste Welle 1 abzutragen. Noch besser wäre es natürlich, wenn die Aktie noch weiter nach oben laufen könnte innerhalb dieses Impulses. Glauben wir nicht so sehr. Ist zwar möglich, aber das, glauben wir, ist das Maximale, was im Moment drin ist. Und dann wird die Aktie eben zurückkommen in die Welle 2. Und das ist genau das, was wir immer benötigen. Das sind die ganz, ganz wichtigen Strukturen. 1, 2 Setups, das ist die Basis von einem fünfteiligen Impuls, der nach oben geht. Und das hat zwei Vorteile. Erstens haben wir dadurch Bestätigung, wenn der Kurs hier oben reinkommt und eben hier auch auf die wichtigen Preislevel reagiert, wissen wir, dass diese Aktie eben genau innerhalb dieser Struktur läuft. Das ist die Bestätigung dafür, dass das letzte Tief eben tatsächlich erfolgt ist und auch nicht mehr gerissen wird. Dann werden wir höchstwahrscheinlich einsteigen, weil dann wird die Aktie sehr stark nach oben laufen. Der zweite Vorteil in dieser Geschichte ist, dass wir eben nicht in eine laufende Aufwärtsbewegung einkaufen, die dann nochmal ein Minus produziert. Ganz im Gegenteil, wir haben hier die Chance, bei diesen Strukturen immer nochmal günstiger in den Markt einzusteigen, in dem Fall diese Aktie günstiger einzukaufen, auch kalkuliert vor allen Dingen, das ist ganz wichtig. Und es bewahrt uns auch davor, dass diese Aktie hier womöglich nochmal die Alternative ausbaut. Das war im Übrigen unsere ursprüngliche Prognose, dass diese Aktie hier nochmal deutlich tiefer kommt, nämlich in diesen Bereich zwischen 152 und 140 Dollar. Das kann immer noch passieren und das ist es, was wir hier natürlich abwarten. Das heißt, wenn diese Aktie hier in diesem Bereich eben nicht reagiert nach erfolgtem Hoch, dann lassen wir die Finger, warten wir ab, dann kommt es höchstwahrscheinlich eben zu dieser Alternative. Wäre im Übrigen auch nicht das Allerschlimmste, weil so hätten wir die Chance, Apple nochmal deutlich günstiger einzukaufen. Wir gehen nämlich davon aus, ich habe es eben erwähnt, dass die 124,17 ein langfristiger Boden darstellt. Das heißt, wenn wir hier unten nochmal einkaufen könnten, wäre das natürlich super, weil so oder so gehen wir davon aus, dass Apple langfristig nochmal sehr stark nach oben laufen kann. Trotz der Kritik, Apple ist ja auch immer noch beispielsweise eine der größten oder die größte Position von Warren Buffetts Portfolio. Da wird er sich sicherlich auch was dabei gedacht haben. Bei uns bleibt sie natürlich auch im Depot. Natürlich kann man sich über die sogenannte Ideenlosigkeit Apples aufregen, aber dieses Problem haben andere auch. Wir sehen grundsätzlich, dass der Markt insgesamt von iPhones und Tablets hier in einer schwierigen Phase steckt. Es ist noch nicht so ganz klar, was als nächstes kommt. Wir sehen zwar bei jeder neuen Generation etwas schnellere Prozessoren, aber der große Wurf bleibt überall aus. Insofern das alleine Apple vorzuwerfen, halten wir für einen Fehler. Wir glauben nach wie vor, dass Apple ein extrem solides Unternehmen ist und weiterhin auch die Aktien sehr viel Spaß bereitet. Wie gezeigt, sie arbeitet Korrekturen sehr seitwärts ab. Das ist ein sehr, sehr gutes Signal. Zusätzlich kommt jetzt noch dazu, Apple hat es angekündigt, ein großes Aktienrückkaufprogramm aufsetzen zu wollen. Auch das wird sich sicherlich bemerkbar machen. Und auch die positive Nachricht ist, Apple hat sehr viel Geld. Dafür benötigt man sehr viel Geld. Und Apple hat eben dieses Geld. Auch Warren Buffett hält natürlich an Apple fest. Wir auch im Übrigen. Apple ist eine der größten Positionen in unserem Depot und wird sie auch bleiben. Wir glauben weiterhin an diese Aktie, dass sie uns in den nächsten Jahren hier nochmal deutliche Gewinne bescheren wird. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst, aktiviere die Glocke, dann wirst du nichts mehr verpassen und schreib etwas in die Kommentare und hilf uns, diesen Kanal zu verbreiten. Herzlichen Dank dafür. Das ist ein Video von Liberty Stock Markets, dein Analysehaus aus München. Mein Name ist Michael Kaiser, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.